Bauersucht-Frau-Kandidat André zeigt seiner Herzensdame Julia ein frisch geborenes Kälbchen. Doch die Reaktionen der Instagram-User sind alles andere als positiv. Milchbauer André und Julia, Traumpaar von Staffel 19. Eigentlich könnte es für Milchbauer André, 33, nicht besser laufen. Der Bauersucht-Frau-Kandidat, der in der Vergangenheit oft Pech mit Frauen hatte, hat sich Nordlicht Julia, 29, einen echten Sonnenschein auf seinen Hof an den Niederrhein eingeladen. Von Anfang an scheint es zu passen bei den beiden, und der Maschinenführer im Haupterwerb zieht alle Register, um seine Herzensdame für sich zu gewinnen. So präsentiert er ihr wenig subtil einen Dachboden, den er für die beiden ausbauen möchte, das Kinderzimmer ist schon eingeplant. Und auf dem Hof möchte er das Herz der technischen Projektmanagerin aus Schleswig-Holstein mit einem Korb voll Welpenbabys oder einem frisch geborenen Kälbchen erweichen. Bauersucht Frau Landwirt zeigt frisch geborenes Kälbchen. Hatten heute Nacht noch ein bisschen Action. Auf Instagram ist ein Clip zu sehen, in dem er der 33-Jährige der Brünetten, das frisch geborene Kalb, zeigt. Hier das Video sehen. Wir haben heute Nacht noch ein bisschen Action gehabt. Jetzt zeige ich dir mal eben einen. Kannst gern mal reingehen, kannst mal guten Tag sagen, so André zu Julia, die völlig aus dem Häuschen ist. Och Gott Chen, ist das schön. Hi, und das ist heute Nacht geboren worden? Ja, das ist ja der Wahnsinn, dass ich das miterleben darf. Ich freue mich so. Ganz schlimm, unmenschlich, grausam. Instagram-User gehen auf die Barrikaden. Doch Julias Freude können viele Instagram-User nicht teilen. Unter dem Clip wird die bei vielen Milchbauern gängige Praxis, Kälber von den Müttern zu trennen, angeprangert. Warum ist das Kälbchen da ganz alleine ohne Mama in der Box bettelndes Gesicht, so frisch geboren, und ganz ohne Mama weinender Smiley finde auch? So ein kleines Kälbchen einen Tag nach der Geburt ohne Mama, ist echt heftig und sicher nicht süß Augen verdrehendes Gesicht. Furchtbar, dass sie das auch noch so unbedarft mit süß kommentiert. Man muss heutzutage nicht mehr so auf den Höfen verfahren, sieht man ja, speziell auch in dieser Staffel wieder. Und dann auch noch immer wieder dieses merkwürdige Verfahren, den Kälbchen dann auch noch Pulvermilch abzumischen, aber auch das empfand die junge Dame ja geradezu als fortschrittlich sich an den Kopf fassende Frau helle Hautfarbe. Ich finde es ganz schlimm, dass die Kleinen ohne Mutter aufwachsen müssen. Kühe sind sehr familiär und die Mutter-Kind-Bindung extrem eng. Da wird das Kalb noch genug Milch übrig lassen für das Milchindustrie. Deswegen bin ich auf Ersatzprodukte umgestiegen. Wieso müssen wir Menschen Muttermilch trinken? Es gibt genug schmackhafte Alternativen. Ein Kalb gehört nicht in eine so enge Box, es gehört zu seiner Mama. Wer einmal das herzzerreißende Geschrei der Mutterkühe gehört hat, vergisst es ein Leben lang nicht. Weinen das Meili und dann noch freudestrahlend berichten, dass dieses Kälbchen gerade in der Nacht geboren wurde und der Mutter sofort entrissen wurde, unmenschlich. Weinen das Meili der Mensch ist schon teilweise eine grausame Kreatur. Bettelndes Gesicht. André selbst dürfte eine andere Sicht auf seinen familiengeführten Milchviehbetrieb haben, den er mit Mutter Ursula, 57, Stiefvater Georg, 58, und seiner Oma Maria, 87, betreibt. Die Familie kümmert sich auf 80 Hektar Land neben den Milchkühen um fast 200 Rinder, 2 Pferde, 100 Hühner, 2 Gänse einen Hund und fünf Katzen. Das Schönste an meinem Beruf ist der Umgang mit den Tieren. Egal ob die Mutterkuh oder die Hühner, wenn ich sie rufe, kommen sie angerannt. Wer kann sowas schon von sich sagen? So der Landwirt gegenüber RTL.